Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch die Frage beantworten, wie oft kann ich meine Apple Watch 9 eigentlich laden? Viele haben ja Bedenken, dass ein zu häufiges Laden eben den Akku zerstört oder kaputt macht. Das chemische Alter einer Batterie hängt jedoch von einer viel komplexeren Kombination mehrerer Faktoren ab, zum Beispiel eben von dem Temperaturverlauf oder dem Ladezyklus. Und für den Ladezyklus gibt es eben eine tolle Funktion bei der Apple Watch, und zwar das optimierte Laden der Batterie. Bei der Funktion merkt sich die Apple Watch nämlich, in welchem Rhythmus du sie auflädst. Und zwar ist dann nicht mehr so, dass wenn ihr das Gerät zum Beispiel über Nacht ladet und es dann auf 100% ist, dass es dann durchgängig weiterlädt, sondern die Apple Watch merkt sich eben zum Beispiel, dass ihr morgens um 7 Uhr aufsteht und lädt dann eben bis 2 Uhr nachts nur bis 80% voll, und von 80 zu 100% macht sie eben erst kurz vor dem Aufwachen voll, damit sie dann erst auf 100% ist, wenn ihr das Gerät benötigt. Das ist nämlich das optimierte Laden der Batterie, und wenn diese Funktion aktiviert ist, verzögert die Watch in bestimmten Situationen den Ladevorgang über 80% hinaus, dann bleibt die Watch bei einem Batterieladestand zwischen 75 und 80% und wird dann erst vollgeladen, kurz bevor du sie eben normalerweise rausziehst. Das optimierte Laden ist so konzipiert, dass es nur an den Orten aktiviert wird, an denen ihr euch am meisten aufhaltet, also zum Beispiel zu Hause. Auf Reisen zum Beispiel lädt die Uhr komplett. Ihr könnt es aber auch manuell ändern, also wenn ihr zum Beispiel braucht, dass die Apple Watch sich jetzt voll auflädt, klicke ich das mal so ran. Und kann dann hier lange auf den Blitz drücken und hier dann das vollständig Laden aktivieren. Bei uns wird jetzt sowieso vollständig geladen, weil sich die Apple Watch noch nicht so viel merken konnte, weil wir das Gerät gerade erst neu haben. Aber hier könnten wir dann auswählen, vollständig laden, und dann wird das optimierte Laden quasi deaktiviert für diesen Ladeprozess, und beim nächsten ist dann wieder alles normal. Das optimierte Laden der Batterie können wir jedoch auch deaktivieren, falls euch das nerven sollte und ihr gar keinen richtigen Laderhythmus habt. Dann geht ihr auf Einstellungen. Batterie, Batteriezustand und dann optimiertes Laden. Da kann ich das dann deaktivieren, aber wie gesagt, das Deaktivieren des optimierten Ladelimits für einen längeren Zeitraum kann sich auf die allgemeine Batterielebensdauer auswirken. Da kann ich das dann entweder bis morgen deaktivieren, das bietet sich natürlich mehr an als ein allgemeines, wenn ihr das heute zum Beispiel einfach so braucht, oder ich kann es eben ganz deaktivieren, aber wie gesagt, ich schließe das Ganze jetzt mal wieder. Und das war es auch schon zum Thema optimiertes Laden, beziehungsweise wie oft kann ich meine Apple Watch 9 eigentlich laden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!